Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Anka, hier spricht Matthias. Wir wollen doch heute Abend ins Kino gehen und uns den neuen Film von Woody Allen ansehen. Leider können wir erst in die Spätvorstellung gehen, weil ich noch bis 20 Uhr arbeiten muss. Ich hoffe, das ist okay für dich. Markus und Silke kommen auch mit. Die habe ich heute Mittag getroffen. Am besten treffen wir uns alle direkt vor dem Kino. Das wäre super. Ruf mich doch bitte kurz zurück oder hinterlass eine Nachricht. Ciao. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Anka, hier spricht Matthias. Wir wollen doch heute Abend ins Kino gehen und uns den neuen Film von Woody Allen ansehen. Leider können wir erst in die Spätvorstellung gehen, weil ich noch bis 20 Uhr arbeiten muss. Ich hoffe, das ist okay für dich. Markus und Silke kommen auch mit. Die habe ich heute Mittag getroffen. Am besten treffen wir uns alle direkt vor dem Kino. Das wäre super. Ruf mich doch bitte kurz zurück oder hinterlass eine Nachricht. Ciao. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht im Radio. Der Deutsche Automobilclub ADAC hat bekannt gegeben, dass im Jahr rund 20 Menschen auf deutschen Autobahnen durch Unfälle mit Falschfahrern sterben. Wenn Ihnen auf der Autobahn so ein Falschfahrer entgegenkommt, also ein Auto auf Ihrer Fahrbahn, das in die falsche Richtung fährt, rufen Sie bitte sofort die Polizei an. 3% aller tödlichen Unfälle auf Autobahnen werden auf diese Weise verursacht. Weiter gibt der ADAC an, dass es ca. 2800 Meldungen über Falschfahrer auf deutschen Straßen gibt und die meisten davon auf Autobahnen. Die Polizei bittet die Autofahrer, sehr aufmerksam zu sein. Sie sollen vor allem die Warnmeldungen im Radio sehr ernst nehmen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Deutsche Automobilclub ADAC hat bekannt gegeben, dass im Jahr rund 20 Menschen auf deutschen Autobahnen durch Unfälle mit Falschfahrern sterben. Wenn Ihnen auf der Autobahn so ein Falschfahrer entgegenkommt, also ein Auto auf Ihrer Fahrbahn, das in die falsche Richtung fährt, rufen Sie bitte sofort die Polizei an. 3% aller tödlichen Unfälle auf Autobahnen werden auf diese Weise verursacht. Weiter gibt der ADAC an, dass es ca. 2800 Meldungen über Falschfahrer auf deutschen Straßen gibt und die meisten davon auf Autobahnen. Die Polizei bittet die Autofahrer, sehr aufmerksam zu sein. Sie sollen vor allem die Warnmeldungen im Radio sehr ernst nehmen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Ankündigung im Radio. Sie waren ein großer Erfolg in der Wintersaison und deshalb kündigt die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Klagenfurt an, dass auch in diesem Jahr die sonntäglichen Konzertnachmittage wieder stattfinden. Die Konzerte beginnen am 18. November um 17 Uhr im Konzertsaal der Stadt. Der Eintritt kostet in diesem Jahr 6 Euro. Auch in dieser Saison wird das Publikum wieder mit guter Musik verwöhnt werden. Das Programm ist reich an bekannten Trios, Instrumentalsolisten und kleinen Orchestern. Man hofft auf ähnliche Besucherzahlen wie im letzten Jahr.
Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie waren ein großer Erfolg in der Wintersaison und deshalb kündigt die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Klagenfurt an, dass auch in diesem Jahr die sonntäglichen Konzertnachmittage wieder stattfinden. Die Konzerte beginnen am 18. November um 17 Uhr im Konzertsaal der Stadt. Der Eintritt kostet in diesem Jahr 6 Euro. Auch in dieser Saison wird das Publikum wieder mit guter Musik verwöhnt werden. Das Programm ist reich an bekannten Trios, Instrumentalsolisten und kleinen Orchestern. Man hofft auf ähnliche Besucherzahlen wie im letzten Jahr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und nun das Wetter für dieses Wochenende. Am Samstag gibt es im Norden und Nordosten zunächst noch Sonnenschein, nur an der Nordsee treten bei dichten Wolken gewittrige Schauer auf. Freundlich mit sonnigen Abschnitten ist es auch im Süden, dort bleibt es tagsüber trocken. Am Sonntag ist es im ganzen Land stark bewölkt mit teilweise kräftigen Regenfällen. Gegen Abend lockert es überall wieder auf. Die Temperaturen liegen bei 7 bis milden 18 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun das Wetter für dieses Wochenende. Am Samstag gibt es im Norden und Nordosten zunächst noch Sonnenschein, nur an der Nordsee treten bei dichten Wolken gewittrige Schauer auf. Freundlich mit sonnigen Abschnitten ist es auch im Süden, dort bleibt es tagsüber trocken. Am Sonntag ist es im ganzen Land stark bewölkt, mit teilweise kräftigen Regenfällen. Gegen Abend lockert es überall wieder auf. Die Temperaturen liegen bei 7 bis milden 18 Grad. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, Frau Pretsch. Hier spricht Peter Winz vom Modehaus Stecken. Leider ist das Kleid, das Sie gestern in Größe 42 bestellt haben, nicht mehr lieferbar. Es ist nicht mehr in Produktion, da der Hersteller schon mit der Sommerkollektion begonnen hat. Wir bedauern das sehr und möchten Sie einladen, eventuell ein anderes Modell bei uns auszusuchen. Da Sie eine Stammkundin sind, würden wir Ihnen einen Nachlass von 15% gewähren, wenn Sie ein anderes Modell nehmen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Frau Pretsch. Hier spricht Peter Winz vom Modehaus Stecken. Leider ist das Kleid, das Sie gestern in Größe 42 bestellt haben, nicht mehr lieferbar. Es ist nicht mehr in Produktion, da der Hersteller schon mit der Sommerkollektion begonnen hat. Wir bedauern das sehr und möchten Sie einladen, eventuell ein anderes Modell bei uns auszusuchen. Da Sie eine Stammkundin sind, würden wir Ihnen einen Nachlass von 15% gewähren, wenn Sie ein anderes Modell nehmen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Achtung, Achtung an Gleis 9. Wegen der Verspätung des ICE 882 von Frankfurt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 11.56 Uhr von Gleis 9, bitten wir Sie, sich umgehend an das gegenüberliegende Gleis 10 zu begeben.
Der ICE 882 nach Hamburg über Hannover wird in etwa 12 Minuten von Gleis 10 abfahren. Auf Gleis 9 erwarten wir die Durchfahrt des ICE 787 nach Würzburg. Seien Sie bitte vorsichtig am Bahnsteig und bleiben Sie hinter der markierten Linie. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung an Gleis 9. Wegen der Verspätung des ICE 882 von Frankfurt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 11.56 Uhr von Gleis 9, bitten wir Sie, sich umgehend an das gegenüberliegende Gleis 10 zu begeben. Der ICE 882 nach Hamburg über Hannover wird in etwa 12 Minuten von Gleis 10 abfahren. Auf Gleis 9 erwarten wir die Durchfahrt des ICE 787 nach Würzburg. Seien Sie bitte vorsichtig am Bahnsteig und bleiben Sie hinter der markierten Linie. Ende von Hören Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung durch das Stadtzentrum von Dresden teil. Liebe Gäste, ich begrüße Sie im Namen der Stadt Dresden ganz herzlich zu Ihrem zweitägigen Besuch unserer Stadt. Sie werden sehen, eine Reise nach Dresden ist immer ein Erlebnis. Mein Name ist Annette Griesch. Ich bin Dresdnerin und wohne hier in einem Altbau direkt in der Innenstadt. Es ist eine große Freude für mich, Sie einen Tag lang durch meine Heimatstadt zu führen. Sogar das Wetter meint es gut mit uns. Es ist kein Regen angesagt und so können wir die Stadt bei strahlend blauem Himmel genießen. Auch die Temperaturen des herbstlichen Oktobers bleiben bei unserem Stadtrundgang sehr angenehm. Wir stehen hier vor der Frauenkirche, die wir gleich besichtigen werden. Sie wurde im Krieg von den Bomben zerstört und vor wenigen Jahren originalgetreu wieder aufgebaut. Die Stadt hat wirklich viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und sicher können wir nicht alle Kirchen und Museen besuchen. So gehen wir nach der Besichtigung der Kirche hinüber in das Museum der Altstadt. Auch das Museum wurde nach dem letzten Krieg wieder neu aufgebaut. Es ist außerdem eins der reichsten in Europa. Von dort bummeln wir durch die Altstadt in ein nahegelegenes Restaurant, denn dann wird es sicher Zeit für ein gutes Mittagessen. Gleich nach dem Essen machen wir einen kleinen Spaziergang an der Elbe entlang, die nicht nur ein wichtiger Wasserweg ist, sondern auch sehr romantische Ecken bietet. Sie können am Fluss entlang spazieren gehen oder einfach dort verweilen und die Aussicht genießen. Eine Stunde später gehen wir dann zurück zum Theaterplatz. Dort finden wir einen weiteren Höhepunkt unseres Rundgangs, und zwar die Semperoper, in der wir um 15 Uhr einen Besichtigungstermin haben. Sie wurde so nach dem Namen des berühmten Architekten Semper benannt. Anschließend begleite ich Sie zurück zu Ihrem Hotel,
damit Sie sich vor dem Abendessen noch etwas ausruhen können. Morgen gegen 8 Uhr fahren wir ja mit dem Bus nach Meißen, die Stadt der Porzellanmanufaktur. Da müssen Sie früh aufstehen. Deshalb haben wir unseren Theaterbesuch auch erst für morgen geplant. Heute treffen wir uns um 19 Uhr im Hotel und gehen gemeinsam in ein Restaurant. Das sind etwa 10 Minuten zu Fuß. Da lassen wir uns mit Spezialitäten aus der Region verwöhnen. Vielleicht nehmen Sie eine Kartoffelsuppe oder einen Sauerbraten. Natürlich werden Sie dort auch Fischspezialitäten finden. Folgen Sie mir bitte jetzt in die Kirche. Unsere Führung beginnt. Ende von Hören Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind in der U-Bahn und hören, wie sich ein junger Mann und eine junge Frau über Arbeit und Studium unterhalten. Hallo Melanie, schön, dich hier in der U-Bahn zu treffen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Stefan, ich bin ganz überrascht, dich hier zu sehen. Was machst du denn in München? Ich bin erst im Oktober nach München gekommen. Ich will hier Informatik studieren. Und du? Bist du schon lange hier? Für mich ist es jetzt das 2. Jahr in der Großstadt. Ich habe sofort nach der Schule einen Ausbildungsplatz gefunden. Ich mache eine Lehre in einem großen Hotel. Hier lerne ich Theorie und Praxis. Das ist sehr interessant. Ich hoffe anschließend auch in verschiedenen Hotels arbeiten zu können. Du weißt doch, meine Eltern haben ein Hotel in den Bergen und da muss ich später mithelfen. Vorher möchte ich aber noch andere Städte und Hotels sehen. Wie immer, du weißt ganz genau, was du willst. Bei mir ist das nicht so einfach. Mein Studium macht mir Spaß, aber es kostet auch viel Geld. Eigentlich brauche ich eine Arbeit, aber ich habe kaum Zeit. Frag doch mal an der Uni. Vielleicht findest du da einen Job für dich. Es gibt dort manchmal auch Angebote von Biergärten oder Cafés für nur 18 oder 20 Stunden die Woche. Das kannst du sicher neben dem Studium schaffen. Ich habe ja schon einen Job als Trainer in einem Fitnessclub. Der Job passt eigentlich nicht zu meinem Studium, aber das ist nicht so wichtig. Ich arbeite 3-mal pro Woche am Abend. Das bedeutet auch Stress. Es ist einfach hart, am nächsten Morgen in die Uni zu gehen und den Professoren zuzuhören. Und ich habe natürlich überhaupt keine Freizeit mehr. Deshalb fahre ich auch nur ganz selten nach Hause zu meiner Familie. Schade. Manchmal ist die Studienzeit schon etwas schwierig. Hast du denn wenigstens schon ein Zimmer gefunden? Ja, das habe ich. Ich wohne im Studentenwohnheim. Es gefällt mir, denn dort leben viele Studenten und es ist immer was los. Man kann mit anderen Studenten reden, zusammen etwas kochen und essen. Und du? Cool. Ich wohne im Hotel. Dort gibt es auch Zimmer für das Personal. Es ist klein, aber ganz gemütlich. Du kannst dir vorstellen, dass ich als Azubi auch nicht viel verdiene, aber es reicht. Ich bin jetzt gleich am Ziel. Gib mir deine Handynummer, dann können wir uns vielleicht mal verabreden oder zusammen ins Kino gehen.
Ende von Hören Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Aktuelle Themen diskutiert mit der Bahnreisenden Antonia Schicker und dem Busunternehmer Peter Krisch zum Thema mit dem Fernbus oder mit der Bahn reisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Abend wünscht Ihnen auch heute Carola Schneider. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch zum Thema Fernbus oder Bahn. Welches Verkehrsmittel ist für lange Strecken am besten? In unserem Studio begrüße ich zunächst Frau Antonia Schicker. Sie ist Informatikkauffrau und Bahnreisende, weil sie jeden Tag aus beruflichen Gründen zu ihrem Arbeitsplatz nach Hamburg fährt, der 65 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt ist. Und Herrn Peter Krisch. Er ist ein Busunternehmer aus Würzburg. Ab diesem Jahr dürfen in Deutschland auch Busunternehmen Strecken ab mindestens 50 Kilometern oder einer Stunde Reisezeit anbieten. Das durfte bislang nur die Bahn. Das heißt, Sie können von Köln nach Hamburg oder von Berlin nach München auch mit dem Bus fahren. Viele Städte kann man dann mit dem Bus besonders günstig erreichen. Man ist also nicht mehr gezwungen, mit der Bahn oder mit dem Auto zu fahren, sondern hat jetzt auch die Wahl, mit dem Bus zu reisen. Frau Schicker, Sie haben sich jedoch eindeutig für die Bahn entschieden. Ja, natürlich. Ich fahre jeden Tag 65 Kilometer mit dem Zug nach Hamburg, weil ich dort arbeite. Bei meiner beruflichen Verpflichtung muss ich sicher sein, immer pünktlich an meinem Arbeitsplatz anzukommen. Mit dem Bus ist das nicht immer garantiert, da die Reisezeit von dem Straßenverkehr abhängt. Oft gibt es Staus und dann würde ich zu spät kommen. Nun ja, die Bahn ist auch nicht immer pünktlich. Immerhin ist jeder 5. Zug im Fernverkehr zu spät. Und deshalb glaube ich, dass der Bus eine gute Alternative zur Bahn und vor allem zum Auto ist. Hinzu kommt, dass wir in der Lage sind, Busreisen viel kostengünstiger anzubieten. Die gleiche Strecke kostet mit dem Bus über ein Drittel weniger als mit der Bahn, da ja immer circa 50 Fahrgäste im Bus sitzen. Frau Schicker, spielen für Sie die Fahrtkosten keine Rolle? Selbstverständlich würde ich auch gern Fahrtkosten sparen, aber da ich ein Abonnement habe, ist der Unterschied nicht so groß. Außerdem ist es für mich einfach, den Bahnhof zu erreichen und die Abfahrtzeiten sind auch ideal. Ich müsste mich erst informieren, ob das mit dem Bus genauso bequem ist. Ich glaube, dass hauptsächlich Rentner oder Studenten dieses Angebot annehmen können. Sie leiden nicht so sehr unter Zeitdruck wie die arbeitende Gesellschaft. Herr Krisch, was meinen Sie? Können die Busunternehmer den Fahrgästen auch ein zeitlich günstiges Angebot machen? Aber ja, auf jeden Fall. Vor allem zu den Hauptreisezeiten morgens und abends. Unser Angebot richtet sich an alle, die sich innerhalb von Deutschland bewegen müssen.
Egal, ob Sie zur Arbeit fahren oder nur zum Vergnügen reisen. Allerdings möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass das Reisen mit dem Bus auf langen Strecken umweltfreundlicher ist als jedes andere Verkehrsmittel. Immerhin fahren 50 oder 60 Leute in demselben Bus und nicht mehr mit 25 oder 50 Autos und sie schonen so das Klima. Ein Beitrag zum Klimaschutz ist ja in der heutigen Zeit sehr wichtig. Frau Schicker, hat Herr Krisch Sie mit seinen Argumenten überzeugen können? Werden Sie sich in Zukunft vielleicht doch die Angebote der Busunternehmen besser ansehen? Es ist mir schon klar, dass Herr Krisch in vielen Punkten recht hat, aber für mich wäre es eine große Veränderung und ich bin mir nicht sicher, ob es sich wirklich lohnt. Herr Krisch, nun bitte ich auch Sie um ein abschließendes Wort. Ich bin davon überzeugt, dass die Fernbusse eine gute Alternative zur Bahn und zum Auto sind. Sie leisten auch einen guten Beitrag zum freien Wettbewerb. Das wirkt sich günstig auf die Preise und die Wirtschaft aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung und hoffen, Ihnen einige Anregungen zum aktuellen Thema Fernbus oder Bahn gegeben zu haben. Hören Sie nun den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Abend wünscht Ihnen auch heute Carola Schneider. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch zum Thema Fernbus oder Bahn. Welches Verkehrsmittel ist für lange Strecken am besten? In unserem Studio begrüße ich zunächst Frau Antonia Schicker. Sie ist Informatikkauffrau und Bahnreisende, weil sie jeden Tag aus beruflichen Gründen zu ihrem Arbeitsplatz nach Hamburg fährt, der 65 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt ist. Und Herrn Peter Krisch. Er ist ein Busunternehmer aus Würzburg. Ab diesem Jahr dürfen in Deutschland auch Busunternehmen Strecken ab mindestens 50 Kilometern oder einer Stunde Reisezeit anbieten. Das durfte bislang nur die Bahn. Das heißt, Sie können von Köln nach Hamburg oder von Berlin nach München auch mit dem Bus fahren. Viele Städte kann man dann mit dem Bus besonders günstig erreichen. Man ist also nicht mehr gezwungen, mit der Bahn oder mit dem Auto zu fahren, sondern hat jetzt auch die Wahl, mit dem Bus zu reisen. Frau Schicker, Sie haben sich jedoch eindeutig für die Bahn entschieden. Ja, natürlich. Ich fahre jeden Tag 65 Kilometer mit dem Zug nach Hamburg, weil ich dort arbeite. Bei meiner beruflichen Verpflichtung muss ich sicher sein, immer pünktlich an meinem Arbeitsplatz anzukommen. Mit dem Bus ist das nicht immer garantiert, da die Reisezeit von dem Straßenverkehr abhängt. Oft gibt es Staus und dann würde ich zu spät kommen. Nun ja, die Bahn ist auch nicht immer pünktlich. Immerhin ist jeder fünfte Zug im Fernverkehr zu spät. Und deshalb glaube ich, dass der Bus eine gute Alternative zur Bahn und vor allem zum Auto ist. Hinzu kommt, dass wir in der Lage sind, Busreisen viel kostengünstiger anzubieten. Die gleiche Strecke kostet mit dem Bus über ein Drittel weniger als mit der Bahn, da ja immer circa 50 Fahrgäste im Bus sitzen. Frau Schicker, spielen für Sie die Fahrtkosten keine Rolle? Selbstverständlich würde ich auch gern Fahrtkosten sparen, aber da ich ein Abonnement habe, ist der Unterschied nicht so groß. Außerdem ist es für mich einfach, den Bahnhof zu erreichen und die Abfahrtzeiten sind auch ideal. Ich müsste mich erst informieren, ob das mit dem Bus genauso bequem ist. Ich glaube, dass hauptsächlich Rentner oder Studenten dieses Angebot annehmen können. Sie leiden nicht so sehr unter Zeitdruck wie die arbeitende Gesellschaft. Herr Krisch, was meinen Sie? Können die Busunternehmer den Fahrgästen auch ein zeitlich günstiges Angebot machen? Aber ja, auf jeden Fall. Vor allem zu den Hauptreisezeiten morgens und abends. Unser Angebot richtet sich an alle, die sich innerhalb von Deutschland bewegen müssen. Egal, ob Sie zur Arbeit fahren oder nur zum Vergnügen reisen. Allerdings möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass das Reisen mit dem Bus auf langen Strecken umweltfreundlicher ist als jedes andere Verkehrsmittel. Immerhin fahren 50 oder 60 Leute in demselben Bus und nicht mehr mit 25 oder 50 Autos und sie schonen so das Klima.
Ein Beitrag zum Klimaschutz ist ja in der heutigen Zeit sehr wichtig. Frau Schicker, hat Herr Krisch Sie mit seinen Argumenten überzeugen können? Werden Sie sich in Zukunft vielleicht doch die Angebote der Busunternehmen besser ansehen? Es ist mir schon klar, dass Herr Krisch in vielen Punkten recht hat, aber für mich wäre es eine große Veränderung und ich bin mir nicht sicher, ob es sich wirklich lohnt. Herr Krisch, nun bitte ich auch Sie um ein abschließendes Wort. Ich bin davon überzeugt, dass die Fernbusse eine gute Alternative zur Bahn und zum Auto sind. Sie leisten auch einen guten Beitrag zum freien Wettbewerb. Das wirkt sich günstig auf die Preise und die Wirtschaft aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung und hoffen, Ihnen einige Anregungen zum aktuellen Thema Fernbus oder Bahn gegeben zu haben. Ende von Hören Teil 4. Sie haben nun 5 Minuten Zeit, Ihre Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen.